Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. The Witcher 3 Wild Hunt, irgendwann wird das noch so ein Speed-Rap-Battle irgendwie. So Double Time. Die Begrüßung meine ich jetzt. Genau. Und wir wollen nach Standort. Nee, Sandort heißt das, okay. Ja, da wollen wir mal gerade hin, weil ich glaube, da ist ein Schmied. Sieht zumindest auf der Karte so aus. Und ich weiß halt nicht, woran. Kann man das irgendwo ran sehen vielleicht? Ja, da ist auf jeden Fall schon Schleifstein. Zwei sogar. Ich weiß halt nicht, wo man einen Schmied findet, der... Waffenschmied, da müssen wir hin. Alles klar, dann renne ich mal ganz kurz ans Ende von Krähenfels und dann gucken wir mal, dass wir da unten einmal schnell reisen. Und dann kommen wir auch uns den Rest anfertigen, also die beiden Schwerter, wenn die denn besser sind als unsere jetzigen. So. Die sind vertrimmt worden, wie die Leute nichts gegen deine weiße Wiese. Ja, Schnauze. Ach so, hier ist der. So. Hier wollen wir hin. Schwarzzweig, genau. Das war das. Einmal da bitte hinreisen. Guten Tag. Wo ist hier der Schmied? Da hinten ist er doch, ne? Ich sehe, dass du ein weit gereister Ja, hier ist er. Also sag mir, soll ich mal weiter? Hallo. Wie? Hallo? Hallo? Möchtest du mit mir sprechen? Hallo? Ich möchte dir Geld abnehmen. Geld abnehmen. Ja, nee, du sollst mir Geld abnehmen. So rum. So, komm, jetzt mach mal hier deine Waffen besser. Und deine Rüstung. Junge! Dude, hallo. Hallo? Der will nicht. Wow, deine Augen. Die sind wie die von meiner Katze. Ja, kein Problem. Habe ich doch gern gemacht für dich. Die Kontaktlinsen reingeschmissen. Hallo, Junge, ich will mit dir handeln. Oder dich was fragen. Red doch mal mit mir. Komm, ich mache einmal Meditation bis keine Ahnung wann. 12 oder so. Vielleicht ist er ja dann davon weggegangen. Ich kann mit ihm reden. Hallo? Jetzt geht das. Was denn? Was denn? So. Kannst du eine Waffe nach diesem Schema anfertigen? Bitte. Hoffentlich ja. So. Stahlschwerter. Nee, Vipern ist dann tatsächlich nur drin. Silberschwert, Viper. Nee, hä? Okay. Nee, tatsächlich sind da nur die Vibern-Dinger drin. Die haben wir ja schon. Plunder. Nö, Minion, das ist nicht so gut. Ich repariere hier gerade mal alles, wenn wir schon mal gerade dabei sind. Nee, keine Ahnung, wie wir das jetzt machen sollen. Alles klar, hier können wir die Verbesserung entfernen. Komm, mache ich gerade mal. Kostet ja nicht so mega viel Gold. Zack. So, dann haben wir das auch endlich mal gemacht. Dann können wir den Rest auch dann nämlich verkaufen. Beziehungsweise jetzt kann ich es eigentlich auch mal zerlegen, weil wir haben genug Geld. Das kann weg. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Das auch. Das auch. Komm, Schuhe kann auch weg. Weg damit. Scheiß drauf. So. Haben wir alles schon mal weg. Das finde ich schon mal gut. Handwerk. Also es sind keine Schwerter, aber was ist es denn? Weil das sind ja Sonja 6. Wir haben ja 6 Schemas. Ne? Und wir haben 4 Rüstungsteile. Können die anderen beiden noch nur die Schwerter sein oder nicht? Oder habe ich jetzt gerade irgendwas nicht ganz gepeilt? Irgendwas ist doch nicht ganz korrekt hier. Na gut. Eigentlich nicht, nee. So, warte mal. Charakter, wie viele Punkte haben wir? 3. Das ist nicht so sonderlich viel. Eigentlich können wir ja auch nicht mehr viel machen, ne? Dann muss ich das eh aufsparen. Ja, gut. Keine Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll.
die Leute hier Feiglinge sind. Ist vielleicht das sind die Wettkämpfer hier. Nee, ich weiß echt nicht, was jetzt die anderen beiden Teile vom Ding sein sollen. Selber craften können wir die auch nicht, ne? Oder kann das der Schmied hier vielleicht nicht? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, irgendwie müssen wir doch hier mal gucken können. Alchemie. Ne, das können wir ja selber machen. Ne? Genau. Alchemie können wir selber machen. Rüstung und Schwerter craften können wir nicht. Haben wir hier irgendwo die Schemata? Irgendwo in der Übersicht oder so. Quests. Hexeraufträge. Ach ne, das ist jetzt durch. Abgeschlossen. Boah, haben wir schon viele abgeschlossen. Warte mal, wo haben wir das denn hier? Da. Okay. Ja, keine Ahnung. Da steht auch nichts weiter drin. Nee, ich habe keine Ahnung, was der Rest der Rüstung sein soll. Gegenstände müssen auf Großmeisterstufe verbessern. Okay. Aber wir haben halt nur 3 und können höchstens 4 davon craften. Ich weiß halt nicht, was der Rest sein soll. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung, was da richtig... Ich habe keinen Plan, warum das nutzt. Also es müssten eigentlich Schwerter sein, aber ich weiß halt nicht. Es kann natürlich sein, dass der Schmied das hier nicht kann und dass wir das bei einem anderen machen müssen. Okay, wir gucken nochmal. Wir gehen nochmal woanders hin. Vielleicht nach hier. Kommen wir da schon rein? Nee, das ist ja die ganz große Stadt, da waren wir noch gar nicht drin. Ich meine hier Ochsenfurt. Hafen von Ochsenfurt, Westtor. Ich reise mal zum Westtor. Und dann gucken wir da vielleicht nochmal... Und dann können wir gleich mal schauen, ob da eventuell irgendwo ein Schmied ist, mit dem wir reden können. Der uns da was anfertigen kann. So. Da sind wir auch schon in Ochsenfurt und wir schauen gerade mal auf der Karte. Dort ist ein Schmied. Da gehen wir hin. Ich mag das gerne in Städten irgendwie. Das ist sehr cool gemacht in Witcher. Nur leider verbringt man hier nicht so viel Zeit wie außen. Also im Wald oder auf den Feldern oder so. Aber ich finde das echt cool hier in der Stadt. Ich mag das sehr gerne. Ja, macht schon irgendwie Sinn, ne? Es regnet sicher nicht mehr lang. Ich hab dich im Blick. Echt? Hast du das? Na gut. Das ist ja blöd. Pass auf, wo du hintrittst. Also, hier ist ein Schleifstein und ein Ding. Aber hier ist kein Schmied. Willst du mich verarschen? Ich muss doch bitte. Oder kann ich bei dem hier irgendwie... Na los, nicht lange gefackelt, zugegriffen. Ja, ich will... Ich wollte mit dem handeln, Mann. Na gut, wir gucken nochmal weiter. War das hier nicht mit diesem... Nee. Das war woanders. Wir hatten ja irgendwo noch so einen Typen hier in Ochsenfurt, der uns Rüstung hergestellt hat, ne? Da. Rüstungsschmied. Okay, da gehen wir gerade mal hin. Das ist ja hier sogar direkt... Ah, hier, genau, hier war das. Da, mit der Rüstung, die da hängt. Hallo! Na? Hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? So, warte mal. Du hast Glück. Ich habe wirklich einen Spezialauftrag für dich. Wunderbar. Glaub mir, du wirst zufrieden sein. Na, dann zeig mal her hier. Junge. So, Stiefel. Hat der das zu kaufen? Nee, ne?
Leider nicht. Das ist sehr schade. Aber wir, der kann auch wieder nur... Handwerkszutat ist es auch nicht. Kann ich die vielleicht herstellen, die Handwerkszutat, die wir noch für die Schuhe brauchen? Dieses Monster-Ding. Nee, können wir nicht. Okay. Ich habe keinen Plan, wie wir die anderen zwei Teile kriegen sollen. Reparieren, Verbesserungen entfernen. Zerlegen. Handeln. Keine Ahnung. Aber das ist doch irgendwie so ein... Na, ich guck nochmal, ob der Reparaturkits fürs Schwert hat. Das wäre vielleicht ganz nice. Oh, Assassinenstiefel, okay. Ach, wir haben ja selber gerade welche. Wir wollen ja eigentlich die Greifendinger haben. Das stimmt schon. Rüstungsreparaturkit. Rüstung, okay. Er hat nur für Rüstung. Anscheinend... Leider nicht für die Waffen. Schade. Na gut, okay. Irgendwie, weiß ich, nein. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Nochmal raus. So. Bis dann. Na gut, dann müssen wir halt gucken. Ja, keine Ahnung, wie wir jetzt hier unsere... das Set voll kriegen sollen. Sonst, ganz kurz, ich google das sonst gerade noch. Also ich muss irgendwie gerade oft googeln, das finde ich nicht so nice, aber ich weiß halt echt nicht, wie ich das sonst machen muss. Ich werde mal gerade googeln und dann schauen wir gleich mal weiter, ob wir da eventuell noch die anderen beiden Teile finden. So, jetzt stehen hier irgendwie so ein paar Wachen bei mir, keine Ahnung, wie die hergekommen sind. Ich habe gerade mal gegoogelt. Es sind tatsächlich Schwerter, die wir dazu kriegen. Und ich habe festgestellt, es gibt von den Greifenschulen oder allgemein wahrscheinlich von jedem Set verschiedene Stufen. Einmal normal, was wir jetzt gefunden haben. Dann irgendwie verbessert. Und noch zwei weitere. Einmal meisterlich und noch irgendwas. Und die sehen dann auch dementsprechend anders aus. Aber das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie man die craftet. Also die Schwerter jetzt. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Weil vom Prinzip her haben wir ja alles. Du hast Glück. Wir haben ja die. Wirklich einen Spezialauftrag für dich. Wir haben ja an sich die. Ja, ist ja gut. Du wirst zufrieden sein. Ja, Schnauze. So. Also hier können wir nur die Rüstung craften, ne? Ja. Da bräuchte ich dann noch eine Monster-Essenz. Woher kriegt man die? Halten. Deutsche Handwerker. Warte mal. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Kein Plan, wie wir da jetzt... Also die Monster-Essenz kriegen wir eventuell noch hin. Da kann ich ja nochmal gucken. Aber ich weiß echt nicht, wie wir die Schwerter craften sollen. Vor allem, weil... Also das war natürlich jetzt ein Waffenschmied. Das war natürlich jetzt ein bisschen doof. Aber wir haben ja auch schon beim... ein Rüstungsschmied. Das war jetzt ein bisschen doof. Wir haben aber auch schon beim Waffenschmied geschaut. Der konnte das auch nicht. Kann natürlich sein, dass der nicht die richtige Stufe dafür hatte. Und hier ist ein Friseur. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht, ne? Weißt du was? Weißt du was? Das machen wir jetzt. Guck mal. Barbier. Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut. Bring mein Äußeres in Ordnung. Genau. Zeig mal. Ich hätte gerne eine neue Frisur. Gucken wir mal nach Bärten. Oh Gott, glatt rasiert. 5. Es kostet... Ich würde gerne so eine Vorschau sehen. Sympathische Koteletten, okay. Schnur und Unterlippenbart. Glatt rasiert. Wie sieht Geralt denn glatt rasiert aus? Wahrscheinlich nicht so... Oh Gott. Ach ja, das hatten wir ja schon mal. Stimmt. Auf jeden Fall nicht so sonderlich nice.
Ich mach mal das hier. Oh Gott. Sieht alles so komisch aus, ist so ungewohnt. Ich mach einfach mal alles. Komm. Einfach mal, um es zu gucken. Wir haben das echt noch gar nicht ausprobiert mit dem Barbier. Oh Gott, Alter, wie so ein Franzose. Ja, ich glaube, Koteletten brauchen wir gar nicht ausprobieren. Das sieht sowieso scheiße aus. Dann machen wir einfach den Vollbart wieder. Der sieht am besten aus. Doch nicht. Hä? Kann man den nicht wieder lang machen? So wie der eben war? Lang und offen. Offen nicht zu lang. Rasiert bis auf den, bis auf einen Pferdeschwanz. Seiten rasiert oben kurz. Hinten Pferdeschwanz. Okay. Den elfischen Rebellenschnitt. Das Problem ist, ich kann ja anscheinend nicht. Oder wächst der nach? Nee, ne? Weil ich kann ja anscheinend nicht den Standardbart wieder zurückmachen. Den hätte ich nämlich ganz gern wieder. Der sah nämlich cool aus. Oder wächst das? Ich weiß es gar nicht. Machen wir mal so. Lang und offen. Ich probiere es einfach mal gerade. Das sieht auch irgendwie cool aus. Aber irgendwie auch nicht so mega nice. Hier, das erste ist das, was wir eben hatten. Lose hinter dem Kopf, zusammengebunden. Das können wir also tatsächlich rückgängig machen. Aber den Bart... Oder war der Bart so? Nee, ne? Nee, der war doch voller. Der war safe voller. Das sieht auch ganz cool aus. Seiten rasiert, oben kurz, hinten fertig. Okay, ich probiere einfach mal alles. Kostet zwar jetzt ein bisschen Kohle, aber komm, ist egal. Wir haben es ja. Ja, das sieht nicht so nice aus. Offen nicht zu lang. Ich mach mal den elfischen Rebellenschnitt. Mal gucken, wie der aussieht. Wir wollen ja mal wenigstens mal alles durchprobieren. Naja, das sieht halt wirklich aus wie ein Elf. Das haben wir schon ganz gut getroffen. Ich mach nochmal offen nicht zu lang. Aber irgendwie gefallen mir die alle nicht so richtig. Das sieht auch cool aus, aber das passt überhaupt nicht zu Geralt. Ich finde tatsächlich entweder die Standardfrisur oder die hier am besten. Also die jetzt kommt. Diese hier. Diese halb rasierte. Diese halbe. Nee. Ich gehe nochmal weg. Tschüss. So ist das wenigstens mal ein bisschen getrimmt, ne? Aber ich würde gerne... Ja, das sieht schon ein bisschen cooler aus. So ein bisschen Undercut-mäßig. Na gut, der eine Bart... Also der Bart ist jetzt halt nicht so nice, aber... Naja, was will man machen? Irgendwie müssen wir damit jetzt leben. Okay. Aber das geht auf jeden Fall fit. Vielleicht ändere ich die Frisur nochmal in die Standardfrisur. Mal gucken. Okay. Ja, wir können jetzt hier nicht mehr sonderlich viel machen. Hatten wir hier nicht noch irgendwo einen Waffenschmied in Oxfordford? Irgendwo. Hier, da oder so war doch einer. Hier. War das nicht da? Ich gehe da gerade einfach mal hin. Und wenn das da nicht ist, dann machen wir auch gleich Folgenpause. Es ist zu feucht, es ist zu feucht. Es regnet. Natürlich, ja, natürlich. Schnauze, Junge. So, warte mal. Genau, hier war das nämlich. Jetzt wird es auch auf einmal angezeigt. Waffenschmied. So. Ah, ein Kunde. Sehr gut. Können wir gleich mal quatschen. So. Möchtest du mir etwas anfertigen? Vielleicht kann der das, ja? Die Schwerter. Tatsächlich. Silberbarren. Greifen Silberschwert. Geil, Alter. Was? +99 Schaden. Ach so.
Was sagt die... Plus 48 Schaden. Das kann ich sogar schon craften. Was? Oh, krass, ey. Gut, das crafte ich auf jeden Fall schon mal. Da fehlt mir ein Silberbarren. Den kann ich bestimmt craften, oder? Handwerkszutat. Silberbarren. Wo haben wir ihn? Eisenbarren, glühender Erzbarren. Silberbarren? Hallo? Silber, Silber, Silber. Da. Ja, können wir... Alter, da können wir auch richtig viele von craften. Alter, geil. Okay. Dann haben wir doch jetzt wenigstens bis zum Ende dann mal alle... Wenigstens einmal alle Greifenteile zusammen. Außer die Schuhe, weil da noch eine Monster-Essenz fehlt. Aber die kriegen wir auch noch nächste Folge. Oder vielleicht diese Folge noch. Ja, vielleicht schaffen wir das sogar noch diese. Alter, krass. Natürlich ist doof, dass wir jetzt nur noch ein Zusatzding haben. Aber so heftig sind die Zusatzteile auch nicht, wenn ich ehrlich bin. So, ich mach da nochmal irgendwie... Chance auf Verbrennen. Mach ich mal einfach in beide rein. So, passt schon. Zack. Okay, die Schwerter sehen aber richtig nice aus. Die sind mit Gold, ne? Ja, okay, die Schwerter sehen schon echt krass nice aus. Die Rüstung ist nicht so mega heftig, aber die Schwerter sind echt geil. Okay, cool. Nice, okay, dann haben wir jetzt bis auf die Stiefel alles von der Greifenschuhenausrüstung. Das finde ich sehr angenehm. Und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal, dass wir eine Monster-Essenz kriegen für die Stiefel. Und ich ändere doch nochmal die Frisur, weil die gefällt mir tatsächlich überhaupt nicht. Da gefällt mir echt die Standardfrisur echt am besten. Da gehen wir dann doch nochmal... Wo war das jetzt? Das ist ja schon wieder weg. Oh, muss ich das jetzt ernsthaft suchen? Toll. Ich muss den Barbier suchen. Danke für nichts. Hier war das doch. Dass das immer nicht angezeigt wird. So, Barbier. Tag. Sei gegrüßt, Meister. Na? Was kann ich für dich tun? Gerne nochmal. Messer und Schere? Gut. Ja. Bring mein Äußeres in Ordnung. Perfekt. Oder wir machen mal die langen. Die fand ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Warte mal. Lang und offen. Komm, machen wir einfach mal. Gucken wir uns gleich nochmal von hinten an und dann... Vielleicht gefällt uns das ja besser. Von vorne sieht es ein bisschen komisch aus. Bis dann. Aber wir gucken trotzdem mal. Okay, das geht... Ja, weiß ich nicht. Ich finde tatsächlich echt die Standardfrisur am besten. Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut. Bring mein Äußeres in Ordnung. Komm, wir machen doch nochmal... Lose hinter dem Kopf zusammengebunden. Unsere Standardfrisur, die war echt am besten. Ja, und den Bart kann ich wohl irgendwie nicht mehr zurückändern. Oder das ist halt tatsächlich der Standardbart. Das bin ich mir gerade echt nicht sicher. Aber ich glaube schon, sonst wäre das ein bisschen kacke, wenn man das nicht wieder ändern könnte. Ich dachte, der wäre voller gewesen, der Bart irgendwie. War mir so. Naja, egal. Aber so finde ich die Frisur auf jeden Fall echt... Ja, ich finde die tatsächlich echt am besten. Und wir gucken dann jetzt einmal, wie man eine Essenz, eine Monster-Essenz bekommt. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Kann man das nachgucken? Inventar. Haben wir noch eine? Nee, sonst könnten wir das ja craften. Oder brauchen wir dafür mehrere? Ich weiß es gar nicht. Moment. Nee, kann man das... Wie sieht denn die aus? Wie so eine Flasche, ne? Ich hab die jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, nee, es muss eh hier drüben sein, ne? Was ist das? Monsterblut, okay. Okay. Kleinen Moment. Okay, ich habe gerade... Ha,
einfach mal nebenbei schlingerhafterweise gegoogelt. Ich wollte jetzt nicht nochmal die Folge unterbrechen. Und zwar kriegt man die tatsächlich durch Monster oder durch Händler. Von daher würde ich einfach mal sagen. Vielleicht stimmt das, was man sagt. Vielleicht hat der. Jetzt muss ich wieder das suchen. Oh Gott, das geht mir so auf den Sack mit diesem. Dass das nicht in der Stadt markiert ist. Nee, hier unten geht's. Da kommen wir wieder hoch, okay. Hier unten ist das sicherlich nicht. Ich wollte nämlich nochmal zu dem Waffenschmied und gucken, ob der vielleicht eine Monster-Essenz hat. Jetzt muss ich leider nur nochmal schauen, wo der war. Da ist der Barbier. Dann müsste der ja eigentlich hier runter sein, ne? Du wirst ja, hier war das. Ist das so? Ich glaube ja eher nicht so. So, Junge. Ein Kunde. Ja, also ist es. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir doch mal dein Angebot. Hat der sowas? Aber der Reparaturkits, ne? Das nehme ich doch gleich mal mit. Zwei Stück ist nicht ganz so günstig. Oh, wir haben auch gar nicht mehr so viel Geld, sehe ich gerade. Ich nehme trotzdem die Reparaturkits mal mit, weil, ja. Weil wir es halt echt brauchen. Aber. Nee. Keine Ahnung. Ich mach mal hier gerade die Verbesserung raus. Oh, ich habe gar nicht mehr genug Geld. Scheiße. Kann ich verkaufen? Das. Tschüss. Kann ich jetzt Verbesserung entfernen? Tschüss. Und handeln. Jetzt kann ich das Schwert auch verkaufen. Für 300 Gold. Sehr gut. Okay. Ja, sonst. Was haben wir denn noch bekommen? Was ist das denn? Oh. Alter. Neuer Sattel. Geil. Gleich mal ausrüsten. Ach, den haben wir vorhin gefunden, ne? Kann das sein? Ich hab gar nicht mitgekriegt. Ja, der ist tatsächlich 10 Ausdauer besser. Geil. Cool. Verbesserter Sattel, meisterlich. Gefährlicher Sattel. Cool, okay, nice. Gut, er hat aber leider auch keine Monster-Essenz. Ja, wie wollen wir das denn jetzt machen? Wie kriegen wir denn jetzt die Monster-Essenz an Start, an Mann? Weil ich würde gerne, wenn dann auch schon die Schuhe nochmal craften. Also wenn alles, ne? Okay, wir gehen hier nochmal zum Schnellreiseschild. Oder wir. Pass auf, wir machen das einfach nächste Folge mit den Schuhen. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt zwei Folgen eigentlich nur die. Ja, die Schuhe. Beziehungsweise die Rüstung. Und die Schwerter gefarmt und gecraftet. Aber das muss ja auch sein. Wir müssen ja auch irgendwie mal ein bisschen Monster bashen können, ne? Alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen in der nächsten Folge mal, dass wir die Schuhe uns dann ergattern. Und dann auch die ganze Rüstung komplett haben. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.